Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Mafia 3. Nochmal eben neuen Versuch. Eben stimmte da irgendwas nicht. Ich habe nämlich immer irgendwas ausprobiert. Aber können wir uns jetzt erstmal unsere Karre angucken. Die hat sich jetzt etwas abgewandelt. Ja. Ihr seht das schon. Das Tuning macht sich jetzt bemerkbar. Aber bisher auch nur mit dem Schwarzen. So, wir machen jetzt weiter. Warum habe ich denn eine Waffe in der Hand? Wir wollen das Gebiet hier eben noch klären. Ich habe noch keine Ahnung, wie lange wir heute Abend machen werden. Eigentlich wollte ich eben nur das Gebiet durchziehen, mal schauen. Und ich frage mich, was hier mit diesen Lichteffekten ist zurzeit, immer wenn es regnet. Das ist mir heute Nachmittag schon aufgefallen. So, Stream sollte jetzt aber sauber laufen, ne? Oder? Ja, doch, klar. Ich glaube, das läuft jetzt. Ups, da bin ich dran vorbei geglitscht. Eigentlich müssten die jetzt schon gewarnt sein, dass ich komme. So viel Krach, wie ich hier mache. Alles klar. Hier stürmen das Badehaus. Und ich habe mir schon gedacht, dass das unser nächstes Häuschen wird, was wir uns hier einkassieren. Wir haben... Wir sollten uns vielleicht nochmal eben ein bisschen aufsourcen. Hab ja schon fast nichts mehr. So, dann ballern wir uns mal eben durch das Badehaus durch, was ich total geil finde. Ich weiß auch gar nicht, gibt es so eine Art Badehäuser überhaupt noch? Ihr könnt euch das gleich auch nochmal anschauen. So, ja, ich bin total zufrieden damit. Der Schwarzen labert einfach zu viel. So. Wollen wir erstmal den ersten hierher, ne? Genau. Schau du erstmal nach. Dann holen wir den nächsten. So, und ich spiele es im Fenstermodus. Ja, im Vollbildfenstermodus. Problem ist nur, ich sehe den unteren Teil. Ich sehe vielleicht so ein. Sehe unten von der Anzeige. Fehlt mir so ein bisschen. Ich sehe nur die Hälfte davon. Muss ich halt so. Noch genauer darauf achten, ob ich noch genug Medipacks oder sowas habe. Einfach aus dem Grund, weil wenn man dann doch mal eben im Chat eingreifen muss, weil da irgendjemand meint, hier Scheiße schreiben zu müssen, ja, dann komme ich so wenigstens mal eben fix hin, ohne dass das Spiel gleich wieder minimiert wird und ich die Gefahr laufe, dass sich der PC aufhängt, weil das ist in Mafia 3 scheinbar einer der Probleme. Wenn man zu häufig raustappt, dass du dann mal einen Freeze riskierst. Wir haben einen Gast! Fuck. Da habe ich noch jemand anders gehört. Suchen wir woanders weiter. Wie konnte das passieren? So. Auf dem Weg. Pass gefälligst auf, was du machst. Kaum zu fassen, dass die Boxhalle niedergebrannt wurde. Ganz ehrlich, gibt es so eine geilen Badehäuser noch? Oder gibt es dieses Badehaus in New Orleans? Weiß das jemand? Hallöchen. Ja, Hallöchen. Ich glaube, die hatte kein BH. Bitte was? Wo? Ich sehe hier nur Typen. Ich hoffe, die bauen die Boxhalle wieder auf. Wäre gut für das Viertel. Ich sehe ja keine Frauen. Wo sind hier welche? Was reden die hier? Machen einen hier Hoffnung? Na, ich glaube, da möchte jemand die Treppe runterkommen, wa? Buckley ist für meinen Geschmack einfach nicht wütend genug. Er benutzt 10 Worte, so. Dass er das Kind wirklich beim Namen muss ich aufpassen, da kommt einer die Treppe runter. Ich hoffe, die bauen die Boxhalle wieder auf. Scheiße, scheiße, scheiße. Wir haben einen Gast. Hey, das ist deine eigene Schuld, was wir hier haben. Das ist eine Scheiße. Formiert euch hinter mir. Los geht's. Eieieiei, das war echt knapp. Back here! Raus hier! Er gehört euch, Jungs. So.
Sind wir doch einigermaßen durchgekommen, oder? Schnappt ihn! So. Ich geh in Deckung. Tja, da hättest du mal woanders hingehen sollen. Ich mach ihn alle! Na. Ich mach ihn alle! Na, wie hat dir das gefallen? So. Das soll uns nicht weiter kümmern. Schleich dich um ihn herum! Ich erlerne dich das ganze Team! In Deckung! Ja, das soll uns nicht weiter kümmern. Schnappt euch dich! Gebt mir Rückendeckung! Wir haben einen Gast! Jetzt. Na, kommt da noch jemand? Komm. Ich kann mich verdammt nochmal nicht bewegen. Warum nicht? Muss ich da etwa helfen? Ich kümmere mich um diesen Hurensohn. Da ist der Luft. Ich gehe in der Kurve. Bam. Hat das wehgetan? Alter. In Position. Lass es uns zu Ende bringen. So, unbedingt mal den Erste-Hilfe-Kasten wieder plündern. Alter, von wo schießen die? Muss nachladen. Halt mir den Rücken frei. Diese Irren. Den ganzen Scheiß haben wir ihm zu verdanken. Los geht's! Da ist einer. Ja, Scheiße! Ich geh in Deckung! Scheiße! Ich bin getroffen! Totes Arschloch auf 12 Uhr! Nachladen! Halt bitte den Rücken frei! Sind diese Schwubbeln hier eigentlich immer noch zugange? Nein, die sind nicht mehr weg. Was ich damit meine ist, schaut euch einfach die Aufnahme von heute Nachmittag an. Jetzt habe ich ihn! Ja, ich dich auch. Alter, ist der blutverschmiert. Das sieht aus wie ein Zombie aus The Walking Dead, Mann. Na und? Bringt er mich jetzt um? Gute Idee. Okay, Leute, den haben wir. Gebäude ist gesichert und wir drücken das natürlich wieder an. So, damit haben wir das Maximale. Schick alle verfügbaren Männer zur Innenstadt, jetzt oder nie. Gutes Geschäft. Das ist die richtige Entscheidung, keine Frage. Sehr schön. So, damit haben wir Skalette auf Maximum. Jetzt können wir auch die anderen ein bisschen befriedigen, ne? Mann, sie sind ja schon ein bisschen angefressen die ganze Zeit. Das wollen wir natürlich nicht. Hast du jemals im Catfish Queen gegessen? Ich finde, es ist absolut miserabel. Ich schwöre bei Gott, dass wir einfach... Erledige Tony D'Erazio. Ja, und da bewegen wir uns jetzt natürlich hin mit unserem aufgetunten Wagen. Ah, Vorsicht. Ja klar, durch die engste Straße muss ich durch. Ach. Okay, so. Einmal rüber. Steig ein. Mit welchen Mitteln kamen Sie an Tony D'Erazio ran? Ich hatte in dem ganzen Laden Wanzen und Mikrofone platziert.
Als der Verrückte das Hotel verließ wegen dem Deal, habe ich mitgehört. Tony, wusste gar nicht, dass du heute kommst. Wie geht's? Packe gerade das Geld für euch ein. Wie lange bist du jetzt in diesem Business, Joe? Ich weiß nicht. 5, 6 Jahre? 5 Jahre, 3 Monate und 18 Tage. Die ist abgelaufen. Hör zu, ich weiß, ich bin spät dran, aber das ist nicht mein Fehler. Es gibt nichts Wichtigeres im Leben als Ordnung. Wenn man die Ordnung vernachlässigt, macht sich Unordnung breit und zerstört alles, was man im Leben erreicht hat. Dann hilft nur noch, sie zu isolieren und auszumerzen, bevor es zu spät ist. Du verstehst, Joe? Sicher, Tony, aber hör mir mal zu. Irgendein Knallkopf schießt dir alle über den Haufen. Weißt du, wie viele er schon gekillt hat? Ja. Dominic, richtig? Du nimmst den gepanzerten Wagen und sorgst persönlich dafür, dass alles uns geschuldete Geld eingetrieben wird. War das klar und deutlich? Ja, Mr. D'Orazio. Sobald du alles beisammen hast, lieferst du es direkt bei mir im Hotel ab. Der Code für den Lift ist 0451. Von da an hatte Lincoln 2 Optionen. Den Liftcode benutzen, um in die Lobby zu fahren, was in einer Mordsschießerei enden würde. Oder Dominics Auto klauen und sich reinschleichen durch das Parkhaus des Hotels. Ich glaube, wir machen die... Im Hotel geben sie mir keine mehr. Die Reinschleichmission, oder? Die Dominics Auto. So, jetzt muss ich mal eben schauen, was haben wir denn da? Betritt die Lobby. Steht aber nichts Auto. Wir versuchen das mal mit dem Auto stehlen. So, Donovan. Gib mal Gas. Muss ich auch noch anschieben hier, oder was? Gut, dann wollen wir mal schauen, ob das... Der gepanzerte Wagen, das ist bestimmt der, den wir hier auch in dieser Fahrzeugauswahlliste rufen können später. Okay, dann wissen wir schon mal, welches Fahrzeug wir als nächstes bekommen werden. Sofern wir das halt gebacken bekommen. So, da sind wir nun. Da sind 3 Typen. Der eine strollt da gerade hin. Das dauert 6 Monate. Mindestens. Fuck. Uiuiui. Das war jetzt gerade... Das war gerade mehr als knapp. Zum Glück ist es hier so dunkel. Ich krieg das gerade nicht mit. Ich glaube, ich habe was gehört. Ja, lass mal. Oh nein. Beide. Block meinen Riesenschwanz! Was? So, das ging doch eigentlich recht flott. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir eben noch den Erste-Hilfe-Kasten mit. Den brauchen wir auf jeden Fall. In den Wagen. Und dann wollen wir mal versuchen, ganz vorsichtig in das Hotel zu fahren. In der Hoffnung, dass wir damit... Jetzt habe ich schon den Code vergessen.
Egal. Ich denke nicht, dass man sich den merken sollte. Jetzt mal ab in die Tiefgarage. Ja, und wir müssen echt mal gucken, wie lange wir heute machen, ne? Also eigentlich wollte ich gar nicht mehr. Ich hätte mich eigentlich schon um 17 Uhr verabschiedet für heute. Aber so ein bisschen Bock habe ich dann doch nochmal bekommen. Oh, das Tor geht gerade auf. Ich dachte, ich muss schon aussteigen. So. Nutze den Aufzug. Natürlich auch wieder reichlich Leute. Eine Minute weg. Tor hätte nichts dagegen. Mr. DeRozio. Sehen einfach zu viel. Was? So. Deine Arbeit und du erlebst vielleicht Monat Nummer 2. Komm her. Okay. Wo wollt ihr dann suchen? Ärger im Anmarsch. Sag doch nicht sowas. War das ein Schild, oder? Jetzt er vielleicht auch noch. Mach deinen beschissenen Job und finde ihn. Ja, genau. Eben umschauen mit unserem Assassinenblick. Mal eben Ausschau halten, dass er uns vorher schon sieht. Ich will jetzt hier unten nicht schon in der Schießerei enden. Wie geschillt der dahin geht, weil eben waren noch zwei Kollegen von ihnen da. Plötzlich sind die alle weg. Dann pfeift da jemand und dann geht man natürlich da ganz geschillt dahin. Das macht natürlich jeder so. Gut. Spritzen wir auf Maximum. So, dann wollen wir doch mal schauen, was uns da oben erwarten wird. Man hat mir erzählt, dass irgendein Dreckskerl rumrennt und unser ganzes Zeug in Stücke haut. Ich will wissen, was zum Teufel da los ist. Hast du gehört? Die Lautstärke war ausreichend, danke. Was? Ich habe bereits angemessene Maßnahmen eingeleitet, um die Sache zu regeln. Du kannst mir vertrauen. Ich habe alles im Griff. Das will ich auch verdammt nochmal hoffen. Wenn die Sache mit dem Richter schief geht, steht uns die Scheiße in 0,9 Meter zu Hals. Wir haben nichts Bedeutendes verloren, außer ein paar Männern. Und die sind ersetzbar. Oder anders gesagt, es gibt nichts, was leichter zu ersetzen wäre. Shell sind diese Penner scheißegal. Das Einzige, was ihnen interessiert, sind die Leute, die wirklich wichtig sind. Verstanden? Oh ja, ich habe verstanden. Und ich gebe dir mein Wort, dass alle Zahlungen weiterlaufen wie geplant. Keiner unserer Partner muss sich graue Haare wachsen lassen wegen unserer momentanen Schwierigkeiten. Ja? Okay. Ich verlasse mich auf dich, Tony. Bau keinen Scheiß. Auf Wiederhören. Haben wir es doch rechtzeitig rausgeschafft? Das wäre natürlich zu einfach gewesen. Aber beziehungsweise wir haben so ein Glück gehabt eigentlich, ne? Müssen wir da hoch oder müssen wir durch diese Tür? Okay, die Tür hat sich gerade erledigt. Dann also hier hoch. Schon mal die Waffe raus. Peinliche Zone. Ihr solltet hier abhauen. Okay, genau, die Sache ist die, Abgeordnete. Als Mr. DeRozio einen sehr großzügigen Beitrag zu ihrem Wahlkampf geleistet hat, war das wegen der Versprechen Scheiße, hä? Jetzt gleich? Okay, okay. Pass auf, du folgst ihnen jetzt. Sieh zu, dass du die Fotos machst, wenn sie gerade dabei sind. Und dann schaffst du deinen Arsch wieder hierher. Ja, 100, wie abgemacht. Und Mr. DeRozio lebt noch 5... So. Noch lief das doch alles ganz easy. Okay, und was ist damit? Ich weiß, dass der Hurensohn schon seit 64 tot ist. Vergiss es. Okay, jetzt wird's eng. Der eine guckt natürlich hier hin. Das ist nicht so gut. War das gesehen? Ich möchte jeden Knochen im Land. So stirbst du!
Sag leg wohl, Schwanzlutscher. Auf die andere Seite! Scheiße! Ich sitze fest! Schießt das schon! Du hast das Recht zu sterben, Schwarzlutz! Hab ich das? Gut, dass du mich darauf hinweist, auf meine Rechte. Und was mit meiner Linken? Gut, das ging doch. Das ging schon fast zu einfach, Leute. Ja, was stimmt hier nicht? Hier kommst du nicht vorbei, Kleiner. Na, wen haben wir denn da? Den Weihnachtsmann. Ich bin getroffen. Umgeh ihn. Zwei sind da noch. Kommt schon. Alles klar, Motherfucker. Dann komm ich mal. Geh in Deckung. Hab ihn im Visier. Ich treibe ihn raus. Da habt ihr vollkommen recht. Ich verschanze mich. Der Arsch hat mich in der Ecke. Jo, damit war's das. Den haben wir schon mal erledigt. Aber ganz ehrlich, Alter, die Bude sieht eigentlich ganz schick aus, ne? Hier so eine geile Sitzecke. Ich hab den Schwanzlutscher. Dir den? Ich will mich hier mal eben gerne umschauen. Input da drüben! Er schießt den Arsch endlich! Hey, er ist hier drüben! Scheiße! Alle weg? Jo, okay. Können wir uns ein bisschen. Alter, ich finde die Bude mega geil. Na gut, kann sich so ein Penthouse kann sich natürlich auch wieder keiner leisten. Das ist natürlich auch. Da braucht man sich nichts vormachen. So. Du bist ganz schön dreist. Dreckige Nasenmischung. Boah! Na, wie gefällt dir das? Alter, wie kommen wir denn hier wieder weg? Mit einer fetten Bazooka gleich auf uns geschossen. Das Geld nehme ich mal. Na, Kleiner. Glaubst du allen Ernstes, dass was du hier machst, ändert irgendwas? Idiot! Nur zu. Töte mich. Morgen schon kommt ein anderer für mich. Kein Mensch wird das überhaupt mitkriegen. Da irrst du dich. Jeder wird's mitkriegen.
den Straßen unserer schönen Stadt tobt ein Krieg. Ein Schütze stürmte ins Royal Hotel und erschoss eine Unzahl wehrloser Menschen. Da war ein lautes Krachen, wie wenn eine Bombe hochgeht. Ich schaute hoch und dann sah ich einen Mann, der fiel von ganz oben aus dem Gebäude. Dann kamen lauter Männer angerannt und die waren alle bewaffnet. Sie rannten ins Royal und dann fing die Schießerei an. Keine Ahnung, wie Lincoln aus dem Hotel rausgekommen ist. Ich auch nicht. Aber wir sind ja The Dark Knight. Ich komme aus dem Hotel Royal. Oh. Das kann Tony nicht überlebt haben. Ruhe! Wer immer du auch bist, du warst gut, es bis hier oben geschafft zu haben. Aber hier wieder rauszukommen, ist eine ganz andere Nummer. Genau! Ich habe ihn voll im Visier. Komm einfach raus! Was du hier getan hast, bezahlen! Oh, bin eingekesselt! Ich brauche Hilfe! Scheiße! Er hat mich hier festgenagelt! Scheiße! Haben wir ihn? Er lebt ja immer noch. Gibst du nicht. Bin auch mal gespannt, wie wir das hier wieder rausschaffen. So. Das mal eben mitgenommen. Alter, ist das hoch. Uiuiuiui. Na gut, wir werden es erfahren, ne? Wie schaffen wir das hier wieder heil raus? Wir werden den Lift. Können wir so noch die da machen? Teufel, ich gehe in Deckung! Endlich, Arschloch! Das sind Mollys, Mann. Bald geht mir die Muni aus, wenn das so weitergeht. Fuck. Einen falschen getroffen. So, damit sollte das doch jetzt eigentlich geregelt sein, oder? Darf ich raus? Wir joggen hier mal eben ganz geschillt weg. Was ist mit denen los? Oh, geht noch ganz chillig eigentlich.
Also los. Ich hab nicht ewig Zeit. Tony DeRazio hat gerade vor dem Royal das Pflaster geküsst. Die Innenstadt gehört uns. Kavar Construction, die falschen Baustellen, das Imperial, die ganzen Schlappschwänze, die dem Mob Geld schulden, alles unser. Mein Gott, was gibt's da zu diskutieren? Ich hab doch schon fast die ganze Stadt. Warum was ändern? Damit andere sich gebauchpinselt fühlen können? Scheiß drauf, wir müssen Geld verdienen. Du kommst hier an und laberst von Geduld und Verständnis. Aber da draußen, da verarschst du uns. Als ich dir das letzte Mal eines der Geschäfte erobern sollte, habe ich rein gar nichts dafür gesehen. Diesmal hast du mich erst gar nicht gerufen. Betrachte das hier als letzte Warnung. Mir reicht's nämlich langsam von dir. Du und Skeletta, ihr könnt von mir aus versteckt die Salami spielen. Aber für die Leute hier ist er ein ganz krummer Hund. Macht keinen guten Eindruck, wenn du ihm schon wieder einen Stadtteil überlässt. Sorry, Vito. Ist doch mal so. Entscheide dich richtig, dann mache ich dir einen Teller frische Bucatini. Die sind aber auch so scheiße. Aber wir haben es halt Bist das Maximum. Bist du auch nur so ein verlogenes, falsches Arschloch? Respekt verdient nur, wer sich was traut. Weiß ich auch nicht. Wollen wir? Kannst mich anrufen, wann du willst. Ich warte. Natürlich geht das an maximale Gesundheit geht wieder runter. Ist nicht einfach. Wenn ich an diesem Tisch nicht erwünscht bin, dann sag es ruhig, Bruder. Wollen wir mal Cassandra was geben? Nee, wir lassen das bei Vito, Mann, oder? Ich weiß. Die Zeit für deine scheiß Überlegungen ist längst vorbei. Denk dran, du hast mich gebeten, hier mitzumachen. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich will das eigentlich Vito lassen, Mann. Verdammt, nun sag schon, was du vorhast, Bruder. Na gut, komm, du. Dieses Gebiet ist perfekt für Cassandra. Also, entweder bin ich jetzt ein Teil deines großen Plans, oder du lässt mich meinen alten Stiefel weiterleben. Gut, okay. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber eben nur ein Schritt, Lincoln. Wir haben eine Menge zerschlagenes Porzellan zu kitten. So läuft das also bei dir. Wusste ich nicht, dass du ein hinterhältiger Lügner bist, der meine Jungs ruft, um einen ganzen Sektor zu erobern und ihn wieder einkassiert, sobald alles läuft. Gut zu wissen. Reden können wir später. Verschwinden wir. Ey, ganz ehrlich, man sieht ja, man kann machen, was man will, es ist immer falsch. Jeder wird rumheulen. Ah, nee, ey. Gut, das nächste bleibt dann bei Vito. Die Polizei weitet die Suche nach dem männlichen Schwarzen, der für das Massaker im Royal Hotel verantwortlich sein soll, aus. Der Verdächtige ist ca. 1,91 Meter groß, bewaffnet und sehr gefährlich. Du hast Tony vom Dach des Royal Hotel geworfen? Ah, stimmt nicht, es war sein Penthouse-Fenster. Du hattest schon immer einen Hang zum Dramatischen. Tonys Buchhaltung. Die letzten paar Seiten sind sehr interessant. Hast du eine Ahnung, was US5CJ heißt? Moment mal. Heilige Scheiße. Warum verschenkt Lou 10 Riesen an ein Bordell und dieselbe Summe an eine Drogenhöhle? Greco hat Skeletta und mir erzählt, dass Marcano ein Vermögen ausgeht, damit Glücksspiel endlich legalisiert wird. Und wen sollte man da schlauerweise an seiner Seite haben? Natürlich, einen Richter vom 5. Berufungsgericht, US5CJ. Exakt. Es gibt über 20 Richter in der Kammer. Jeder kommt in Frage. Ein Typ wie der, um den es hier geht, lässt sich normalerweise nicht ins Handwerk pfuschen. Ich klappe mal die Adressen ab, die hier drin stehen. Dann kriegt er Panik und bittet Lou um Hilfe. Und so kriegen wir raus, wer es ist. Lass das Abhörgerät laufen. Schalte ich nie aus. Ja, eigentlich ärgert mich das jetzt schon wieder, dass wir das an Cassandra abgegeben haben. Es macht keinen Unterschied. Es ist ganz egal, wie du dich entscheidest. Irgendwas ist immer falsch. Na gut. So, weiter zu dann aber morgen. Ja, jetzt ist aber wirklich Schluss für heute. So, wir lassen das mal eben abholen. Ich muss was von der Kohle loswerden in Harlow. Etwas Geduld, bin sofort da. Ich muss jetzt wirklich los.
Dein Geld ist bei mir immer am sichersten. Okay, ich wäre dann soweit. Es wird langsam eng. Kannst du mir Nachschub ins Delray Hollow schicken? Komme schon, nur einen Augenblick. Brauchst du irgendwas? Zeig mir mal, was du hast. So, dann schauen wir uns doch mal eben um. Ist schon nicht leicht mit den Leuten hier. Ohne Witz. Man weiß einfach nicht, was man da noch machen soll. Wrenchwort! Nachdem du jetzt Tony Dasraso aus seinem Penthouse-Fenster befördert hast, ist es an der Zeit, sich um das Arschhaus zu kümmern, an das er seine Kohle abgedrückt hat. Zolls Bruder, den Capo des Wrenchwort, Onkel Lou Macano. Tommy Macano auszulöschen, war dein erster Schlag gegen Sal Macano. Indem du dir jetzt Lou vorknöpfst, beraubst du Sal nicht nur seiner wichtigsten Geldquelle, du reißt auch dem Wrenchwort das Herz raus. Unser Deal ist abgeschlossen. Du weißt, wie du mich finden kannst. Okay. Da scheint jetzt wieder irgendwas zu laufen. Ui. Mann, ich will das am liebsten wieder rückgängig machen. Na gut, Leute, dazu morgen mehr. Danke fürs Einschalten und wir sehen uns ab 18 Uhr morgen mit neuer Frische. Sex. Das ist die nächste Mission. Okay. Rede mit Harold Cowley. Ja, was es damit auf sich hat und ob wir da was zu sehen bekommen, wart ihr natürlich nur, wenn ihr wieder einschalten werdet. Schönen Abend noch und tschüss, bis zum nächsten Mal.